werde jetzt im Moment mit einem iPhone 11 gefilmt. Und zwar, mein Sohn hält die Kamera bzw. das Smartphone relativ ruhig. Und wir haben kein externes Mikrofon. Wir sind draußen, die Umgebungsgeräusche kommen natürlich mit drauf. Wir sind ungefähr einen Meter weg. Ich filme das Ganze auch mal von meiner Seite, dass man mal sieht, wie die Kamera gehalten wird. Und wir wollen jetzt mal Folgendes machen. Ich werde jetzt mal ein bisschen rückwärts gehen und der Kameramann folgt mir mal so ein bisschen. Und da ist natürlich die Frage, wie sieht das jetzt aus, was das Wackeln angeht. Denn das ist eine der Dinge, die meisten Leute aufregen bei Videos, das Verwackelte und natürlich der nicht so optimale Ton. Jetzt haben wir mal die Situation getauscht. Diese Aufnahmen werden jetzt mit einer Gimbal-Kamera gemacht und ich zeige das mal ein bisschen von nahen. Ich filme das mal. Das ist jetzt eine Kamera, eine sogenannte Gimbal-Cam. Und zwar von DJI, wo also der Gimbal im Grunde genommen das Bild stabilisiert. Und das werden wir natürlich jetzt gleich sehen, wenn ich mal laufen werde. Und wir haben natürlich ein bisschen auch einen besseren Ton, weil wir natürlich jetzt hier bei mir am Kragen ein Funkmikrofon haben. Und man sieht natürlich, wie die Kamera mir wunderbar folgt. Das ist also sehr schön und die ganze Sache ist doch sehr stabilisiert auch. Das heißt also, wenn man solche wackelfreien Aufnahmen haben will, muss man sich entweder für sein Smartphone einen Gimbal besorgen oder vielleicht gleich mit diesen sehr modernen neuen Kameras, in diesen sogenannten Gimbal-Cams oder Vlogger-Cams, wie sie auch genannt werden, gleich damit die Aufnahmen macht.